Liebe Zuschauer, schön, dass Sie den Münchner Medizin-Talk eingeschaltet haben, hier aus dem Marjanovic-Center in München-Bogenhausen. Heute haben wir ein spannendes Thema, das ist so spannend, dass ich es vorlesen muss. Also es geht heute um die stationäre multimodale Schmerztherapie beim chronischen Schmerzsyndrom. Heute wieder mit dem bekannten Gesicht, Dr. Willibald Walter, und heute ein neues Gesicht, aber ein toller Arzt, Dr. Sven Erler. Jetzt, was ich da gerade vorgelesen habe, was ist das genau? Der chronische Schmerz ist im Prinzip ein Geschehen, das sich über viele Monate, im Minimum über 3 Monate aufbaut, wo ganz viele Faktoren einspielen, einerseits von anatomischen Faktoren, die dann zu Schmerzen führen, fehlbehandelte Schmerzen über einen ganz langen Zeitraum, psychische Faktoren, Berufsfaktoren, die all das in der Summe dann zu einem chronischen Schmerz führen können. Herr Dr. Erler, Sie sind auch Spezialist gegen die Schmerzen, kann man sagen. Dieses multimodale Schmerztherapie, ich habe ein bisschen nachgegoogelt, das ist ja etwas, was sich lange in den Patienten manifestiert. Also es ist ja nicht, das ist ein Schmerz, der einfach im Gedächtnis bleibt. Und es gibt ja das sogenannte Schmerzgedächtnis. Was ist das genau? Ja, also müssen wir vorstellen, im Gegensatz zum akuten Schmerz, den kennen wir ja alle, man stößt sich irgendwo, man hat mal Kopfschmerzen und die gehen auch wieder weg. Beim chronischen Schmerz ist es so, dass es sich in der Dauer der Zeit verselbstständigen kann. Das heißt, wir haben Strukturen im Gehirn, die sich verändern können, wenn der Schmerz zu lange anhält. Deswegen ist es ja auch, wie wir vielleicht später noch hören werden, wichtig, dass man den Schmerz akut und früh behandelt. Diese Veränderungen führen dann wieder zu einer anderen Schmerzwahrnehmung im Gehirn. Und wir haben natürlich, der Schmerz ist nicht rein ein Modell, wo wir nur neurogene Strukturen haben, also sprich eine Nervenwurzel oder ein Nerv, der einen den Schmerz weiterleitet, sondern wir haben noch andere Faktoren, die dazu zählen. Da gehören die psychischen Faktoren dazu und auch soziale Faktoren. Ja? Jetzt ist es so, was Dr. Erler gerade gesagt hat, man hat einen Schmerz, der also einfach nicht weggeht. Ja, also Sie sind Orthopäde, Sie wissen, sind ein Wirbelsäulenspezialist, da sind Nervenbahnen, die irritiert sind oder eingeklemmt sind. Aber das heißt, der Schmerz geht über 2-3 Monate nicht weg. Obwohl man beim Arzt ist, dann kann sich der Schmerz manifestieren. Das heißt, man denkt anders, man sagt, ja, Mensch, schon wieder geht das los. Oder immer wenn ich 2 Glas Wein trinke, dann ist er weg, der Schmerz. Also zum Beispiel bei Zahnschmerzen, was auch immer. Logischerweise betäubt es das. Aber er geht nicht weg. Das heißt, da müsste man schon ein bisschen wach sein und sagen, also da kann sich was manifestieren, also muss ich mit dem Arzt sprechen. Also prinzipiell ist es ja so, wir kennen das alle, wir treiben Sport, dann tut das Knie weh, dann tut der Ellbogen weh, dann tut die Schulter weh. Zunächst würde ich dazu raten, mal einen Tag abzuwarten. Was passiert mit dem Schmerz? Oftmals ist es nur eine initiale Überlastung. Der zweite Schritt wäre in meinen Augen mal eine Ibuprofen oder Voltaren, das einfachste Schmerzmittel, womit sich viele Schmerzen dann relativ schnell auch wieder ergeben. Bleibt ein Schmerz dann trotz Schonung, trotz Medikamenten oder wird sogar stärker, dann würde ich den Arzt aufsuchen, wie Sie auch ganz richtig sagen. Ich würde nicht zu lange warten, weil sich eben ein Schmerzbild auch verselbstständigt und wie der Dr. Erler auch ganz klar schon gesagt hat, das geht dann quasi in den Kopf und bestimmt immer mehr den Alltag, die psychosozialen, die sozialen Strukturen. Und je länger ein Schmerz vorhanden ist, desto schwieriger ist er zum Teil auch therapierbar. Klar. Jetzt sind Sie am Jägerwinkel stationiert, kann man sagen, und Sie sind ein Profi. Sie haben natürlich Schmerzpatienten, die also jetzt nicht eine Woche dort sind, sondern eben länger sind. Beschreiben Sie doch mal, das ist ja auch manchmal ein ganz schreckliches Patientenbild, weil Sie, die haben wirklich Schmerzen, das sind ja nicht Phantomschmerzen, sondern die hören nicht auf und Sie kommen jetzt zu Ihnen und Sie möchten Ihnen ja die Schmerzen nehmen, aber da ist natürlich auch das Gespräch wichtig, der Dialog mit dem Patienten, sodass er Ihnen mal erzählt und dieses Freimachen, das heißt, die Psyche spielt eine große Rolle. Beschreiben Sie doch mal so ein typisches, wahrscheinlich ist jeder Patient anders, aber wie gehen Sie da vor, Herr Dr. Erler? Es ist ja so, dass die Patienten, die zu uns kommen,
draußen allgemein ambulant als austherapiert gelten. Das heißt, die haben schon ewige Stationen durchgemacht. Wie viele Stationen zum Teil? 20 oder? 20. Sie bringen solche Packen von Röntgenbildern mit, Kernspinnbildern, Befunde. Sie waren bei mehreren Ärzten, Physiotherapeuten, haben verschiedene Therapien durch und sagen, setzen sich eigentlich hin und kommen und sagen, Herr Doktor, Sie sind eigentlich meine letzte Hoffnung. Ich bin austherapiert, da geht nichts mehr. Ja? Und wir hatten ja gerade die psychischen Faktoren, vielleicht nochmal kurz, dass ich darauf eingehen kann, angesprochen. Die sind ja schon sehr relevant bei diesen Patienten, denn der Schmerz hält ja schon länger an. Das geht schon ein Vierteljahr, wie wir gehört haben, die Chronifizierung. Meistens ist wirklich schon ein halbes Jahr bis ein Jahr vorangeschritten. Und die Patienten haben Probleme, was das Thema Angst angeht. Die Angst ist ein ganz großer Faktor beim Schmerz, der einen sehr großen Platz einnimmt. Einfach die Angst, wann kommt der Schmerz wieder, wann ist die nächste Schmerzattacke, aber auch die Angst vor existenziellen Schwierigkeiten, Thema Beruf. Ja, wie kann ich meinen Beruf weitermachen? Zum Teil sind die nicht mehr im Beruf. Zum Teil sind die nicht mehr im Beruf, weil sie es gar nicht mehr können, sind krankgeschrieben. Dann geht es natürlich weiter, wie geht es mit der Familie weiter, Existenznöte. Aber auch nochmal zum Psychischen. Wir haben Patienten, die dann häufig in Depressionen deswegen abkleiden. Und wir wissen von depressiven Patienten, dass sie mehr Schmerzen haben als die Normalbevölkerung und auch häufiger Schmerzen. Und Depression zu Schmerz führen kann, vermehrten Schmerzen, umgedreht Schmerz auch zu Depressionen. Und wenn wir bei den sozialen Faktoren sind, haben wir natürlich, wie gesagt, schon die Familie auch im Boot. Ja, man ist vielleicht Vater von Kindern, man kann nicht mehr mit denen rumtollen, die Schmerzen beeinflussen einen, man ist auch nicht mehr so gechillt, sage ich mal. Man wird, die Haut wird dünner, ja, man wird aggressiver vielleicht auch, mal gereizter. Das spielt alles eine Rolle. Thema Familie, was auch oft ausgeschlossen wird oder worüber man nicht spricht. Selbstbewusstsein sinkt. Ja. Aber auch Thema Familie, Sexualität. Ist auch ein Punkt, wird oft gar nicht angesprochen. Ein Patient, der chronisch Schmerzen hat, hat wenig Lust. Das ist so. Und umgedreht hat auch der Partner bei einem, der immer nur, ich sag jetzt mal, Schmerzen artikuliert, ist auch nicht erotisch in dem Sinne. Also von daher gibt es viele Probleme, auch im sozialen und psychischen Umfeld, die über das Schmerzgedächtnis mit einfließen und damit das Verhalten des Patienten sukzessive ändern. Das ist im Prinzip so eine konsekutive Kette. Es fängt mit dem Kleinsten an und schreitet dann immer weiter voran bis zur sozialen Vereinsamung. Und das ist ja auch der Therapiepunkt, wo die stationäre Therapie ganz wichtig ist, weil man den Patienten auch aus dem sozialen Umfeld, wo er sich nicht mehr wohlfühlt, wo er Scham entwickelt, sich vielleicht auch mal beim Nachbarn zu zeigen, weil er diese Schmerzen, weil er immer depressiver wird. Und da kommt nach der ambulanten Therapie, die wir hier in München anbieten, dann als nächster Schritt eben die stationäre Therapie. Jetzt ist es ja so, Marjanovic-Center und natürlich auch der Jägerwinkel, das sind schon, sagen wir mal, Bereiche, wo man auch wirklich Erfahrung hat. Jetzt, wenn man jetzt sagt, ein Patient kommt an, der bei 20 verschiedenen Ärzten war, dann ist ja auch, logischerweise schleppt er ja auch riesige Fehldiagnosen mit sich. Das heißt, also ich sage jetzt mal, ich komme aus der Technik, wenn ich jetzt sage, hier ein Mikroprozessor, der funktioniert wunderbar, aber nach der 16. Stelle, ja, stimmt es nicht mehr, dann muss ich alles wieder zurückgehen, um wirklich die Ursache des Fehlers zu finden. Das dürfte bei Ihnen nicht anders sein in der Medizin. Er muss ja erzählen, er muss ja was loswerden. Aber das ist ja, er kommt aus dem Umfeld vielleicht, wo die Frau sagt, jetzt jammert der Vater schon wieder, diese Jammerei, ich kann es nicht mehr hören. Das zündet sich ja alles an. Das ist das Problem, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Es ist ganz interessant, wenn man so einen Patienten vor sich sitzen hat, wenn man den Patienten reden lässt, der erzählt einem plötzlich Dinge, weil er ernst genommen wird, weil man ihm die Zeit gibt, die er bei einem anderen Arzt in 5 Minuten gar nicht haben kann. Ein Vertrauensverhältnis entsteht dadurch wesentlich schneller. Aber ganz interessant ist, und ich denke, das ist auch die Erfahrung, die der Dr. Erler gemacht hat, wenn man den Patienten mit der Mimik und mit der Gestik verfolgt, wie verbissen die manchmal von diesen Problemen erzählen, dann weiß man, welchen Druck dieser Patient durch dieses eigentlich vielleicht auch banale, initiale Problem, was misserkannt oder auch lange nicht behandelt oder vielleicht auch vom Patienten lange nicht geäußert wurde, sich entwickelt hat. Und da ist das alles Entscheidende, die Zeit mit dem Patienten reden, auf ihn eingehen, reden lassen
vor allem, der erzählt einem im Prinzip nach 2, 3 Kontakten von selber relativ viel im ambulanten Bereich, und im stationären Bereich ist er sowieso rund um die Uhr versorgt. Aber das Entscheidende ist die Zeit, den Patient ernst nehmen, und jeder Patient, der Schmerzen hat, hat eine Berechtigung, diesen Schmerz zu haben. Man muss es nur ernst nehmen, dann ist er auch therapierbar. Wenn ich ergänzen darf, das ist eben der Vorteil der multimodalen stationären Schmerztherapie, dass wir eben diese Zeit uns nehmen können, und zwar viele verschiedene Ärzte, Sie sprachen ja auch die Diagnostik gerade an, noch sich einmal um den Patienten kümmern. Er wird wirklich ernst und wahrgenommen. Im ambulanten Sektor ist es nicht selten so, dass er mehrere Ärzte an unterschiedlichen Stellen ansteuert und jeder teilweise am Ende überfordert ist, weil dieser Schmerz ja schwer fassbar ist. Der ist ja nicht messbar. Wir haben kein Thermometer wie beim Fieber. Wir können hier sagen, so und so ist es. Und man stößt manchmal auch bei Ärzten, die können mit dem Schmerz teilweise, der geäußert ist, oft gar nicht umgehen, ja? Weil der so wahnsinnig gesteigert geschildert wird, obwohl das Substrat, vielleicht der Bandscheibenvorfall, gar nicht mehr das Thema ist, sondern im Schmerzgedächtnis sich das verselbstständigt hat und die ganzen psychischen und sozialen Faktoren. Und das steigert sich hoch. Das steigert sich. Und der Patient hat aber, das ist eine Wahrnehmung, ein Gefühl, und da muss man ihn ernst nehmen und abholen. Und das erfährt er im Alltag nicht, weil das ist diese Empathie, die man, das kann eigentlich nur fast ein Schmerz- oder chronischer Schmerzpatient nachvollziehen. Also dieser Schmerzdynamo, das ist fast wie so ein Dynamo. Richtig. Und wenn er eben mal raus ist und die Ruhe, also gerade jetzt am Jägerwinkel, die Natur, er kann mal die Luft spüren, er spürt sich wieder selber. Aber was mich, sagen wir mal, interessiert und sicherlich auch unsere Zuschauer, entscheidend ist ja, einmal haben Sie ja den großen Medizinschrank, wo Sie sagen können, ja okay, jetzt beruhige ich das mal, ich kann also einfach, ich sag mal, es gibt Ibuprofen 400, 600, 800, das ist mal das eine. Aber das sind ja seelische Lasten, die zu bewältigen sind. Da spielt natürlich auch, ich sage mal, manchmal was Psychiatrisches rein. Ja? Nicht nur Psychisches, sondern Psychiatrisches. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Sie hören ja rein und Sie müssen ja dann irgendwann mal beginnen zu sagen, Sie wollen ja auch erfolgreich sein. Richtig. Ja? Und manchmal kann man ja den Schmerz nicht nehmen, sondern lindern. Das ist ja schon mal ganz wichtig, dass man damit, dass, oder sagt, Sie müssen einfach mit dem Schmerz leben, ja? Sie müssen anders denken. Sie müssen vielleicht mal, wenn Sie die Schmerzen spüren, mal vielleicht Sport treiben. Oder? Wie beschreiben Sie doch da mal so für unsere Zuschauer mal so ein paar Ansätze, die Sie da machen. Deswegen haben wir ein multiprofessionelles Team. Das heißt, ich ganz allein kann das gar nicht bewerkstelligen. Ja. Wir haben also viele Psychologen, psychosomatische Ärzte, Psychiater mit an Bord, die natürlich auch diese individuellen Gespräche führen, aber auch in Gruppen mit den Patienten arbeiten. Mhm. Das heißt, wie der Dr. Walter schon erwähnt hat, der Patient kann all seine Probleme erstmal loswerden. Und dann geht man diese Probleme isoliert an. Bei meiner Seite natürlich, ich habe auch die psychosomatische Grundausbildung, da steht natürlich nicht nur die Spritze im Vordergrund oder auch die Schmerztabletten, aber die ja auch nicht ganz unwichtig sind, wie wir vielleicht im Rahmen der Physiotherapie dann noch hören werden, sondern eben das Gespräch. Und man versucht dem Patienten wieder die Angst vor der nächsten Schmerzattacke zu nehmen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie gehe ich denn mit dem Schmerz um? Stoße ich den einfach weg und sage ich, das ist nicht mein Freund, aber es wird oft andersrum gemacht. Man nimmt ihn zum Freund, ich muss mit dem Schmerz arbeiten, ich muss ihn erstmal annehmen. Auch leben mit ihm. Auch leben mit dem Schmerz, und dann kann ich auch mit ihm arbeiten. Mhm. Und die Arbeit sieht eben so aus, dass man zum Beispiel über verschiedene Bewältigungsstrategien, wie es gibt zum Beispiel Entspannungsübungen, wo der Patient erfährt, dass der Schmerz plötzlich nicht mehr so häufig auftritt oder weniger wird, oder Bewältigungsstrategien, wie gehe ich mit dem Schmerz um. Und wenn er ein kleines Licht am Ende des Tunnels sieht, und das schaffen wir in der Klinik in der Regel, an welcher Stelle auch immer, sei es die Physiotherapie, wo er plötzlich doch wieder Dinge tun kann, die er sich vorher gar nicht zugetraut hat. Kann eine Massage sein? Ja, es ist eher das Aktive. Wir müssen die Patienten wieder in das Aktive holen. Denn häufig haben sie sich verschlossen, sagen, mir tut das weh, ich mache lieber nichts mehr. Okay. Und sie können eigentlich mehr, als sie denken. Und also auch motivieren. Motivieren, unbedingt. Ja. Und wenn er merkt, da geht was voran, und das hat er draußen eigentlich aufgegeben, dann schöpft er Hoffnung, und mit dieser Hoffnung. Und dann belobt er sich, Belobigung. Ja. Genau, und die Angst sinkt, die Angst vor gewissen Dingen sinkt, und damit können wir arbeiten. Und dann kann er auch gegen die Angst kämpfen. Das heißt, genau, mutig. Ich versuche den Patienten, wir können das Schmerzgedächtnis ja nicht löschen. Nee. Aber was wir aber können, wir können es überschreiben, neu lernen durch positive Erfahrungen.
Und wenn er diese positiven Erfahrungen macht, kommt man sukzessive, das sind natürlich immer kleine Schritte, nicht wie der Dr. Walter häufig das Glück hat, mit 3 Injektionen sind die Schmerzen fast weg. Das geht bei uns nicht so schnell. Das muss der Patient wissen, das ist eine harte Arbeit, auf die muss er sich einlassen. Und durch unser Team mit Psychologen, Neurologen, Ärzten, Psychotherapeuten haben wir eine Schmerzkonferenz, wo wir uns natürlich auch treffen, das mit dem Patienten besprechen. Der Patient weiß und merkt auch, jeder weiß genau über seine Probleme Bescheid. Und darüber können wir gut arbeiten. Und wenn der Patient das einmal annimmt, haben wir gute Möglichkeiten und Fortschritte, dieses Gedächtnis zu beschreiben. Dr. Walter, ich weiß, Sie... Aber ich möchte noch was einwerfen, was ganz wichtig ist. Das Thema Burnout. Mhm. Ist ja auch so ein Thema, was man ja gar nicht so spürt. Oder das Thema, ja, also mir tut immer der Rücken so weh. Aber man verdrängt es. Ja, man verdrängt es. Es kann ja ganz was anderes dahinter sein. Beschreiben Sie doch das mal aus Ihrer wirklichen Erfahrung heraus. Man hat Schmerzen, man hat keine Zeit zum Arzt zu gehen, dann hat man einen beruflichen Druck. Wir wissen es ja selber, wir arbeiten dann zum Teil 8, 12, 10, 12, 14, 16 Stunden, immer mehr. Die Aufgaben in der Arbeit werden immer mehr, die Drucksituation wird immer größer. Dann hat man vielleicht auch noch zu Hause familiäre Probleme, kleines Kind, das nachts einen nicht schlafen lässt und so weiter und so. Wie ich vorhin schon gesagt habe, funktioniert diese Schmerzkette, sodass sich der Schmerz dann vervollständigt. Was ich aber sagen wollte ist, nicht nur stationär kann man das behandeln, wir behandeln das ja auch ambulant an. Und der Dr. Erler hat es ja ganz richtig gesagt, das Wichtigste ist, dem Patienten die Zeit zu geben, aber auch dem Patienten zu zeigen, dass man miteinander kommuniziert. Und das bieten wir ja auch ambulant an. Wir haben einen Psychosomatiker hier im Haus, wir haben Physiotherapie im Haus, wir haben entspannende Verfahren im Haus. All das kann man hier im Haus bereits anbehandeln. Besonders geeignet natürlich für Patienten, die sagen, sie können sich jetzt nicht aus dem Berufsalltag einfach so rausnehmen. Ich muss arbeiten, ich habe da ein Projekt, dann kann man sagen, okay, wir behandeln Sie jetzt an über einen gewissen Zeitraum und dann würden wir das stationär weiterführen. Aber ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen rausgekommen, dieser Patient ist im Prinzip der einfachste Patient zum Behandeln, weil er, wenn er ein ganz kleines Licht sieht, so unglaublich motiviert ist. Macht mit. Und wir haben ja die subjektive Schmerzskala, weil Schmerz ist subjektiv. Wo Sie sagen, das spüre ich nicht, kann sein, dass ich deshalb Tabletten nehme. Das wissen wir ja nicht, aber Schmerz ist subjektiv. Und wenn der Patient auf einer Skala von 0 bis 10, 0 kein Schmerz, 10 höchster Schmerz, auch nur einen Punkt weniger an Schmerzen hat, dann sagt er, ja, und ist motiviert. Und das ist genau das, was der Dr. Erler sagt, wenn man da kommuniziert, dem Patienten Zeit gibt, viele komplexe Anwendungen dem Patienten zugutekommen lässt, dann ist das eine unglaublich produktive Therapie. Jetzt diese Dauerschmerzen. Da ist es ja auch wichtig, dass man versucht, nicht ständig an den Schmerz zu denken. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also das heißt, das muss man ja auch lernen. Genau. Es gibt ja Schmerzen, also bei Tinnitus zum Beispiel, den bringst du halt nicht mehr weg. Ja? Aber man muss auch lernen, zu sagen, jetzt höre ich einfach da nicht mehr hin, sondern ich höre woanders hin. Das ist ja auch, glaube ich, eine spannende Medizin. Also. Ja, aber das ist eben genau das Schwierige daran, dass der Patient in seinem ambulanten Umfeld häufig immer wieder mit den gleichen Themen konfrontiert wird. Auch erinnert wird ständig. Und erinnert wird. Das heißt, es gibt ja auch Vorgaben über die multimodale Schmerztherapie, wie viele Einheiten ein Patient an Physiotherapie, Stressbewältigung, Entspannung bekommt. Und das sind sehr viele Einheiten. Das heißt, der Patient hat tagsüber gar nicht mehr so viel Zeit, über seinen Schmerz nachzudenken. Er wird auch natürlich abgelenkt und erfährt, wie gesagt, über gewisse Themen positive Erfahrungen. Das geht so weit, dass wir auch zum Beispiel die Gestaltungstherapie anbieten. Das heißt, die Patienten werden mit Farbe Bilder malen, sie können ihren Schmerz ausdrücken, sie können aber auch positive Dinge wieder erfahren durch das Malen, ganz neue Aspekte. Es gibt die Musiktherapie, also wo man wirklich sich mal auf neue Sachen konzentriert, denn beim Schmerzpatienten kreist alles am Ende nur noch um den Schmerz. Und diesen Teufelskreis können wir dort durchbrechen, ja? Und auch ein Vorteil der stationären Therapie, wir sprachen ja die Physiotherapie an, dass wir zum Beispiel ein großes Bewegungsbad haben. Das heißt, die Patienten gehen ins Wasser und der Schmerz wird von den Patienten häufig
im Wasser als nicht mehr so stark empfunden. Der Körper wird getragen, nicht so wie im Trockenen. Und all diese positiven Reize machen wir uns natürlich zum Vorteil. Ja. Nun sage ich einfach mal, einer der größten Schmerzbeschleuniger von uns Menschen ist ja auch Angst. Ja. Also ich habe Angst. Jetzt kommt wieder die Schmerzattacke oder ich habe Angst, dass der Schmerz nie weggeht. Und Angst kann man ja auch nur bekämpfen, auch manchmal durch Gespräche oder auch durch Mut, dass man sagt, ich packe das jetzt einfach mal an. Ich habe ständig, ich sage jetzt mal, knatologische Geschichten. Also das ist ja auch teuflisch, wenn man immer denkt, was ist denn da, stört einfach, es geht einfach nicht weg, aber jetzt packe ich es mal an. Und, und da gehört natürlich auch eine gewisse Ruhe mal dazu. Und jetzt bleibe ich dabei, am schönen Tegernsee, also wenn man da mal in der Natur draußen ist oder jetzt zur Winterzeit, man lenkt sich ab oder man hört mal einen schönen Vogel singen in der Früh. Oder das geht bei uns so weit zurzeit. Wir haben ca. 7-8 Patienten, die gehen morgens raus. Heute kann man es sich fast schlecht vorstellen bei 14 Grad minus. Aber die gehen im Schnee wandern zurzeit bei uns. Das heißt, wir haben natürlich einen Fußparcours auch, wo man Reize setzt. Aber momentan zum Beispiel wirklich in die Kälte raus, den Schnee wieder erden, ganz neue Reize und Erfahrungen setzen. Das ist wirklich Thema Angst durchbrechen. Das ist ja das, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, dass man aus dem sozialen Umfeld rausgenommen wird, einfach neue Eindrücke gewinnt. Wie starr sind wir? Ich bin 6 Jahre nach Bad Aibling gefahren, dann habe ich irgendwann mal ein Plakat gesehen und sage in der Klinik, habt ihr gesehen, da und da findet das und das statt? Dann schauen mich die alle ungläubig an und sagen, das hängt schon seit 6 Jahren da, das Plakat. Einfach nur, um zu verdeutlichen, wie starr wir unseren Alltag oder bewegen. Routiniert. Ja. Genau. Ja. Welchen roten Faden wir stringent verfolgen, ohne rechts und links mehr zu schauen. Soll sich mal jeder überlegen, bekommt ihr das weinende Mädchen links mit oder den gelben Regenmantel rechts? Nein, wir gehen alle stur, weil wir einfach gedrückt sind durch Arbeit, durch Psyche, durch vielleicht auch Privates. Aber ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor, weil Sie sagen, weil wir gerade beim Thema Angst sind, ist auch die falsche Bahnung durch Ärzte. Da wird dann gesagt, zum Beispiel in unserem Fall, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfall hat ja nichts zu bedeuten, aber die kommen... Verstärkt die Angst beim Patienten? Ja, und dann Sie müssen operiert werden. Und dann kommt der Patient zu uns und sagt, nicht als erstes, wo der Schmerz ist, sondern der Kollege hat gesagt, ich muss operiert werden, weil ich habe einen Bandscheibenvorfall. Und wenn man dem Patienten dann, wenn man sich die Zeit nimmt, und das ist auch eure Erfahrung, denke ich, und sagt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, schauen Sie her, die Strukturen sind gar nicht so gereizt, das kriegen wir hin. Das ist schon dieser erste Lichtblick am Ende vom Tunnel, wo der Patient sagt, ja, so hat mir das noch nie jemand erklärt und geht raus strahlend. Ein Beispiel, ein lieber Freund von mir aus der Schweiz, der beim letzten Medizintalk zugeschaut hat, der hatte einen Befund, der ist gestürzt mit dem Fahrrad, hat einen Befund und die Ärzte in der Schweiz haben gesagt, muss operiert werden. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Daniel, jetzt gehst du mal zum Dr. Marjanovic und da hat er gesagt, das kann es ja nicht sein, das ist ja nie eine Operation. Der ist raus, der hat den Schmerz gar nicht mehr gespürt. Ja. Nochmal zurück, Sie haben ständig mit schmerzhaften Patienten zu tun. Ja. Wie schützen Sie sich da, dass Sie nicht plötzlich den Schmerz der ganzen Patienten übernehmen? Weil man muss es ja auch fühlen, man muss ja sagen, der hat jetzt richtig Schmerzen. Ich glaube, ich selber war auch mal, weil Sie gerade den Schulterschmerz ansprechen, vom Inlineskaten her gestürzt, hatte eine schwere Schulteroperation und konnte ein Jahr lang nur auf dem Rücken liegen, aufgrund der Schmerzen. Und da habe ich also schon ein Jahr, wir sprachen ja von 3 Monaten, schon erfahren können, was Schmerz bedeutet. Ja, und die Schulter, man braucht wirklich seinen Arm für viele Dinge im Beruf. Und ich denke, wenn die Empathie für den Patienten da ist, also dieses Hineinfühlen, dann ist es ganz einfach zu ertragen, weil ich weiß, was das bedeutet. Ständig dieser Schmerz, wie viel Schmerzmittel muss ich noch nehmen? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Muss ich die Physiotherapie weitermachen? Wo muss ich hin? Ich als Arzt habe natürlich den Vorteil, ich wusste, das wird nicht ewig dauern. Das kann ich bewerkstelligen. Mit dem Schmerz weiß ich, wie ich umgehen kann. Aber trotzdem ist das schon auch so eine Erfahrung, die der Arzt einmal gemacht haben muss. Ja. Und wenn Sie diese Empathie haben, dann ist das einfach ein Gewinn, weil die Patienten sind auch sehr dankbar. Nochmal, die gehen nicht alle schmerzfrei aus der Klinik raus. Aber die sind noch dankbarer manchmal als der Akute, weil diese Lebensqualität besser wird. Und er kriegt ja bei uns auch
Thema Sozialdienst. Wir haben ja verschiedene Bereiche in unserer Klinik. Es geht natürlich auch um das Thema, wie geht es denn weiter mit dem Beruf? Machen wir eine Wiedereingliederung? Müssen wir etwas umlernen? Wie können wir voranschreiten? Der Patient sieht wieder in die Zukunft. Das hat er nicht mehr getan. Der hat eigentlich, wenn die Familie noch nicht weggelaufen ist, schon fast abgeschlossen und gesagt, helfen kann ja eh keiner mehr. Ja. Und dass wir das durchbrechen, das ist einfach die Kunst und es macht Spaß und damit kann man, denke ich, ganz gut rangehen. Und darum ist es auch wichtig, dass man auch immer wieder gut drauf ist und sagt, man hat keine Schmerzen und dass man sich ab und zu etwas Schönes gönnt. Sagen Sie doch mal unseren Zuschauern, wo Sie heute abends hinfliegen. Ich fliege heute nach New York und gönne mir übermorgen Abend ein Konzert von Bruce Springsteen. Bin ganz großer Fan davon, habe 13 Konzerte in München und Umgebung schon gesehen und werde ihn erstmals im Madison Square Garden sehen. Und bin eigentlich auch schon ein bisschen nervös, wenn ich daran denke. Das glaube ich, meine Herren. Vielen herzlichen Dank und liebe Zuschauer, das war wieder der Medizintalk hier aus dem Marianowitsch-Center in München-Bogenhausen. Schön, dass es solche Menschen gibt, solche Ärzte gibt, die also dem Schmerz einfach auf die Spur gehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Medizintalk. Noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.